Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 4 mit mir alle Woche 1990. Gridlock ist die Map, die wir heute haben. Natürlich Herrschaft, wie soll es auch anders sein, um hier ein bisschen längerfristig was zu haben und nicht nur TDM, solange der Herrschaft spielbar ist. Wegen Spielanzahl werde ich das natürlich auch machen. Ansonsten haben wir heute die KN57 mit Reflexvisier, Hybridmagazin, Schnellziehen, Lasermarkierer, Körperrüstung, Plünderer, kaltblütig, Totenstille und den primären Revolverheld 1. Und dieses ganze Paket kostet einfach mal nur 999 €. Also ist ein Stäbchen, sind keine 1000, ist einfach 999,99. Also schlagt jetzt zu, wenn ihr das Paket haben möchtet. Spenden, Link ist natürlich unten verlinkt. So, und damit auf geht's jetzt hier in die neue Runde. Ja, ich hab Bock, man merkt's. Freut mich über Play. Ich glaube, das ist die Sache, dass ich auch nicht mehr... Ich will natürlich so gut wie möglich im Abschneiden so eine die beste KD bekommen, die es geht. Aber ich über... Ja, moin. Ich überspiele mich aber, glaube nicht. Weil ich es relativ wenig aktuell spiele. Ich muss ganz kurz überlegen. Das ist jetzt für diese Woche nochmal am Freitag und dann gibt es nochmal nächste Woche. Black Ops 4 und danach wird es auf jeden Fall ein kurzes... Oh, ich bin full flashed. Scheiße, ich sehe nichts. Ja... Das war klar. Oh, ich bin natürlich in die voll falsche Richtung gelaufen. Und danach wird erstmal ein Päuschen von Black Ops 4 geben. Ganz einfach, es gibt Battlefield 5 und Battlefield 5 würde ich euch natürlich auch ganz gerne präsentieren wollen. Und jetzt ist es natürlich erstmal zu suchen. Und zwar Kills zu finden. Dass ich da euch noch ein paar präsentieren kann. So, wir müssen auf jeden Fall was machen. Wir werden hier einfach mal eiskalt überrannt. Oh, hi. Okay, dass du da stehst, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ja, gut. Feindliche Hellstorm nähert sich. Aber knapp. Können wir uns aber holen. Ja, also aktuell hier läuft es gerade nicht so. Gridlock ist doch so eine Map, die ich nicht so gerne spiele. Erinnert mich zwar so ein bisschen an die... An eine Black Ops 2, die... Alter, 2... Black Ops 2 DLC Map. Fragt mir jetzt nicht, wie die heißt, aber... Die habe ich, glaube ich, bei Black Ops 2 auch mal auf dem Kanal. Ja. Null Kills. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das heißt, wir müssen jetzt so den einen oder anderen Kill endlich mal kriegen. Und ich versuche mal, hinten rumzulaufen, dass ich vielleicht hinterrücks ein bisschen was flanken kann. Und somit dann den ein oder anderen Kill kriegt. Da gehe ich schon mal nicht durch. Wenn ich da drauf schieße, werde ich dich natürlich mich verraten. Das heißt, wir schniegen uns mal hier rum lang. Müssen natürlich ganz ruhig sein, dass die aufgeschreckten kleinen Räder nicht weghoppeln. Man hat gesehen, sie haben uns gewittert, sind schon vor... Oder Hasen. Dann kannst du ja eher mit Hasen vergleichen. Wir haben es natürlich schon... Vorfeld gewittert und da haben wir den nächsten einfach mal abgefangen. Der wollte natürlich Bescheid sagen, hey, bei uns im Bau ist da der böse Jäger. Und da finden sie uns endlich. Schade, aber schon mal zwei Kills. Ja, wie gesagt, bei Gridlock ist halt eher der Spaß oberste Dinge und nicht die Kills, weil auf Gridlock komme ich teilweise überhaupt nicht klar, manchmal geht's. Zack. So. An sich, weil das Problem ist, du brauchst nur bei B campen. Sie müssen halt zu dir reinlaufen. So. Na, somit haben wir schon mal eine 1. Somit haben wir schon mal eine 1er-KD. Immerhin. Ziel erreicht. Wir können Ausrufezeichen GG in de Chat schreiben und quitten. Okay. Okay. Dass er da hinten natürlich jetzt campt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Feindliches Blitzschlagradar entdeckt. Ja, Blitzen 4. Feindlicher Blitzschlag nähert sich. Ist natürlich. Wir verlieren B. Komplett klar. Feind hat Bravo eingenommen. Dass da jetzt der eine 14 4 steht. Ja, wie gesagt, B ist halt immer so eine Posi, wo eigentlich immer krass gekämpft wird. Kopiert euch neu und gewinnt die nächste Runde. Ja, das. Wir müssten halt praktisch wieder hinten rum.
versuchen zu kommen. Das probieren wir jetzt auch nochmal, beziehungsweise mehr so von der Seite jetzt mal versuchen reinzuflanken. Aber die halten gerade B zu gut. Ja, und da werde ich einfach mal wieder von der ekelhaften Sniper abgeschossen. Und zwar eine mit einem Argok. Und der könnte sich meiner Meinung nach vergraben gehen. Schade. Gut, wir gehen mit einem 8-8 raus. 16-4, ja, es ist halt klar, die haben sich halt alle bei B verschanzt. Oh, ich sogar. Gucken, ich weiß gar nicht. Eins. Achso, okay, das ist... Oh, okay. Ich dachte, die wären mit dem Ding jetzt mal am Start. So, da haben wir das Timing gehabt. Oh, da ist nur der zweite. Ich dachte, die vorherigen Kills gehen nochmal. Ja, die haben sich da halt verschanzt. Und dadurch halt die Kills gemacht. Auf 4 haben sie uns eigentlich den Raum gelassen. Man hätte außenrum jetzt natürlich laufen können. Über ein C von hinten ran. C vielleicht versuchen einzunehmen. Du hast halt auch hier viele, viele Möglichkeiten, das anzugehen. Alter. Was hat der denn für eine Waffe überhaupt? Ach, die ICR, ja gut, die ist von der Präzision ein bisschen höher und hat natürlich weniger Rückstoß. Das ist natürlich klar, dass er denn mich da leider wegholt. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, aber hey. 8, 9, ja, wie gesagt, ich glaube hier... Also wenn ich hier wirklich bei einer 1er KD bleibe, bin ich echt gut. So, hier gibt es eigentlich immer einen Camper, der hier oben drinne steht. Jo. Oh, fuck. Ja, das war so klar. Ich habe schon E-Max drauf. Ich habe halt gehofft, gut, du sprayst jetzt weiter. Ich hätte mal absetzen sollen. Das hätte, beziehungsweise das hat er überhaupt nicht gerafft. Aber wir können uns so eventuell immer Kills erschleichen, wenn sie mich hier an der Seite mal blocken werden. Ja gut, das ist natürlich ein Drecks. Das ist natürlich arschig, dieses dumme Schild. Das ist natürlich mega ekelhaft. Weil es ist ja nicht wie ein normales Schild, hey. Du kannst da ja natürlich noch draus schießen, was natürlich ein bisschen ekelhaft ist. Aber ich bin der Meinung, dass das die Spezialfähigkeit von dem einen Typen ist. Feindliche Drohne kreist. Gut, mit der Drohne bin ich natürlich am Arsch, ich glaube. Ja. Dass sie mich da jetzt entdecken werden. So, Hundi müsste eigentlich auch gleich fertig sein. Feindlicher Sichtpuls. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren C. Ja, gut. Ja, das ist jetzt gerade so das Problem. Wir haben ihren Taktik-Einstiegsmarker zerstört. Übernehmen Bravo. Wegen der Drohne, deswegen haben sie mich halt gesehen. Wir müssen halt B halten. Wenn wir B behalten, sind wir eigentlich doch relativ gut bedient. Unser Hundi hat schon mal ein paar Kills gemacht. Wir halten einfach nochmal drauf. Hund wird getötet, hat aber nochmal einen mitgenommen. Schöner Trade, ehrlich gesagt. So, und jetzt fangen wir nämlich auch mal hier drauf. Oder sind wir jetzt auch mal drauf und dran, selber mal ein bisschen zu flanken. Beziehungsweise uns am B zu verschanzen. Ja, Drohne ist zerstört, finde ich. Ist jetzt ein bisschen schade, aber hey. Kriegen wir schon noch hin. Zack. So, zack. Mal gucken, ob wir damit vielleicht den einen oder anderen Kill catchen können. Weil ich bin ja schon zweimal in diese Drecksdinger reingelaufen. Lalala. Geh weg. Fuck, der hat eine Shotgun! Ah, fuck, Mann. Ich hätte ihn holen können. Er hatte Low. Er hatte Half-Life. Das ist so das Problem. Oh. Als ob ich da nicht durchschießen kann. Na ja, gut. Ja, gut. Irgendwo müssen wir spawnen. Müssen sie ja spawnen. Okay, das heißt, sie kriegen A. Ist okay. Wir sind auf dem 22. Hallo? 22-15.
Ach, er holt uns beide. Ich fass es nicht. Ich glaube, mein Mate hat sogar den Kill, die Hits geschluckt. Er kriegt trotzdem noch den Kill. Wir müssen halt B halten, also so die Sache. Und ich habe so das dumme Gefühl, dass die uns... von der Seite flanken wollen. Na gut, jetzt kommt der Firebreak. Der Flammenwerfer ist natürlich mega nervig. Wir haben Bravo verloren. Wir müssen jetzt selber kurz mal warten. Es könnte natürlich jetzt mega knapp. Ja, das wird halt wirklich mega knapp. Ah, bei B ist viel los. Wir könnten, wenn wir glücklich sind, ein gutes Timing haben, von hinten wieder ein bisschen aufräumen. Wieder! Alter, der weiß auf jeden Fall. Der hat die Dinger durchgespielt. Vor allem auf die Drecksdinger achtest du ja auch nicht. Du guckst ja nicht auf den Boden, du guckst ja immer nach vorne. Er hat mir halt schon hier den Dingen geklaut. Ah, Hellstorm entdeckt. Alter, er nimmt natürlich seine Dingens. Interessant, dass er wirklich seine Fähigkeit nutzt, um uns hier aufzuhalten. Auch sehr interessant. Habt den? Habt ihr den? Habt ihr den? Ja, haben sie. Das heißt aber trotzdem, dass wir gerade nach hinten offen sind. Und dass wir wahrscheinlich umlaufen werden. Habe ich so das dumme Gefühl. Feindliches Geschütz im Einsatz. Ja, feindliches Geschütz ist jetzt nicht so schön. Wir haben den Vorteil. Ach. Ich kriege halt wieder direkt ins Gesicht, ne? Spielt der 33-17? Ja, gut. Ich glaube, der hatte die Schwertfisch gerade gehabt. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, wir können sogar noch gewinnen. 27-20, nachdem es eigentlich 0 irgendwas stand. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt noch irgendwas kriegen. Feindlicher Taktik-Einstiegsmarker online. Wir verlieren Bravo. Oh. Wir haben B verloren. Na, ich kriege noch nicht mal ein, weil sie sich halt alle umdrehen. Da ist halt ein Schalldämpfer, mega OP. Feindliche Drohne kreist. Da wäre ein Schalldämpfer Porno gewesen. Das ist fuck. Aber egal, wir haben gewonnen, 27-21 ist der Score. Nachdem es relativ gut schlecht anfing, hatten wir noch ein paar gute Kills mit bei. Der Firebreak natürlich auch nicht schlecht gewesen. Ah nee, gar nicht, das war unser. Oh, wir haben noch zwei schöne Kills gekriegt. Ah, okay. Ah nee, das war der Gegner, ja, okay. 33 AP. Mein Mate hat halt, mein Gott. Schwere, also sprechen gehen generell schwer. Heute sein. Ja, hat viele Hits geschluckt. Nichtsdestotrotz, hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch natürlich gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Haut einen Like rein und natürlich ein Abo, wenn ihr Bock drauf habt, weiter von mir versorgt zu werden mit Videos. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Haut's da rein, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.